Martin Luther hatte 95 Thesen. Er hat sie an die Kirchentür genagelt und es hat eine Reformation ausgelöst. Wir haben 14 Forderungen, aber diese 14 Forderungen werden und müssen eine Reform der Bahnreform und ein Ende von Stuttgart 21 auslösen. Und wir werden sie in eure Köpfe und in die Köpfe der Politik heften. Also, es beginnt mit einer kurzen Präambel. Die Zeit der unkalkulierbaren Bahngroßprojekte mit zweifelhaftem Nutzen geht zu Ende. Stuttgart 21 ist ein Anachronismus. Ein Aus- bzw. Umstieg ist Voraussetzung und Zeichen einer zukunftsfähigen Bahnpolitik. Das war die Präambel. Erste Forderung. Der Bundestag erlässt in Abstimmung mit den Ländern ein Fernbahngesetz gemäß § 87e Grundgesetz mit den Standards für ein IC, ICE und Interregion-Netz. Jedes Oberzentrum, jedes Mittelzentrum, sie alle müssen im Fernverkehr, im Taktverkehr angebunden sein. Erste Forderung. Zweite Forderung. Die Flächenbahn, Sabine Leidig hat das eben schon mal erklärt, die Flächenbahn ist die strategische Antwort auf das Staufiasko. Fern- und Nahverkehre erschließen alle Regionen mit einem dichten Netz und Takt dem integralen Deutschlandtakt. Dritte Forderung. Die Renaissance der Bahnen erfolgt in tausenden kleinen Modernisierungs- und Ausbauprojekten, Streckenreaktivierungen und neuen Haltepunkten. Ein modernes Interregio-System verbindet Ober- und Mittelzentren im Taktverkehr und bietet dem liberalisierten Fernbusverkehr Paroli. Ein europäisches Nachtzugnetz, ihr dürft wieder Schlafwagen fahren, ein europäisches Nachtzugnetz bietet eine Alternative zum Luftverkehr. Vierte Forderung ist ganz kurz, das Netz wird elektrifiziert als Basis regenerativer Elektromobilität. Fünfte Forderung. Innovativer Lärmschutz sichert eine bessere Akzeptanz des Schienenverkehrs bei Anliegern und Fahrgästen und berücksichtigt die Lebensqualität längs der Strecke. Also keine 3,50 Meter hohen Lärmschutzwände, sondern kniehoher Lärmschutz direkt an der Schiene und alles, was wir im Güterverkehr machen müssen, das ist innovativer Lärmschutz. Sechste Forderung. Regionale Güterbahnen mit dezentralen Umschlaganlagen entlasten die Straße. Gleisanschlüsse werden erhalten und wiederhergestellt. Siebte Forderung hat was mit eurem Portemonnaie zu tun. Eine sozial gerechte Netzfahrkarte für alle. Klammer auf, ein Bürgerticket rechnet sich und macht Bahnfahren wieder populär. Eine Lkw- und Pkw-Maut auf allen Straßen begrenzt den Straßenverkehr.
Forderung, ganz kurze Vorbemerkung. Wir reden nicht nur über Schienen. Wir reden auch über Straßenbahnen, wir reden auch über Busse. Also es geht uns um den öffentlichen Verkehr insgesamt. Deswegen heißt die 8. Forderung, ein Umweltverbund aus öffentlichem Verkehr, ergänzt durch Leihfahrradsysteme und öffentliche Autos, / Carsharing, Fuß- und Fahrradverkehr, unterstützt die Verkehrswende von der Straße weg. Neunte Forderung. Ein bundesweites System lokaler und regionaler Mobilitätszentralen, da kriegt man die Auskünfte, da kriegt man den Service, integriert die Angebote der nachhaltigen Mobilität über eine zentrale Webadresse und Telefonnummer. Die 10. Forderung hat was mit Europa zu tun. Grenzüberschreitende Verkehrsverbünde führen Europa im Schienen- und Busverkehr zusammen, die kleinen Grenzverkehre. Technik- und Personalstandards der europäischen Bahnen werden auf dem höchsten Standard angepasst. Ja. 11. Forderung hat etwas damit zu tun, dass viele ländliche Regionen heute abgehängt sind. Die Zweiteilung Deutschlands in urbane Räume mit ÖPNV-Priorität und ländliche Räume mit Autopriorität werden überwunden. Zum Beispiel mit Mini- und Minibussen sowie kombinierten Personen- und Güterverkehr, dem Kombibus. Also auch im ländlichen Raum kriegt er wieder Chancen, mit Bussen und Bahnen anzukommen und loszufahren. Es kommen nur noch 3. 12. Forderung, mit einer Kommunikationsoffensive wird der öffentliche Verkehr wieder Innovations- und Wachstumsmotor und legt sein Image als defizitärer Subventionsempfänger ab. Dazu gehören professionelle, emotionale Werbung, gute Fahrplan- und Tarifinformationen, moderne Fahrgastinformationssysteme mit Echtzeitauskunft. Vorletzte Forderung. Mit einer Reform, der Bahnreform, werden die Lehren aus dem Fiasko von Stuttgart 21 und der ausgebliebenen Verkehrswende nach der Bahnreform von 1994 gezogen. Die Bahn wird nicht weiter auf Rendite fixiert und Lobbyinteressen und undurchsichtigen Machtkalkülen, Klammer auf Profalla und Co., und Herrengremien ausgeliefert. Die neue Bahn verbindet Erwerbs- und versorgungsökonomische Wirtschaftlichkeit mit Transparenz und Bürgernähe. Sie wird öffentlich, demokratisch legitimiert und arbeitet gleichstellungsorientiert. Sie verzichtet endgültig auf einen Börsengang, auf Teilverkäufe, andere Formen der Privatisierung und globale Geschäfte. Letzte Forderung, dafür seid ihr der lebende Beweis. Bürger und Öffentlichkeit werden bei allen Verkehrs- und Infrastrukturprojektplanungen von Anfang an beteiligt und alle sinnvollen Alternativen werden geprüft. Vielen Dank.